Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, ja, ich sag mal, kleinen Let's Play namens Mousecraft. Ihr wisst, dass ich ein wahnsinniger Fan von Indie-Spielen bin und mir wurde eins empfohlen, was ich mir natürlich sofort holen musste, was auch aktuell noch im Angebot ist. Also heute ist der 13.07. und ich glaube noch eine Woche oder sowas. Ich bin mir jetzt nicht sicher, sollte das Spiel im Angebot sein bei Steam. Ich habe es gesehen und fand es richtig, richtig klasse. Es ist im Endeffekt eine Mischung zwischen, ja, Tetris und Lemminge, so haben die Entwickler es selber beschrieben. Und ich kann auch sagen, es hat mich unheimlich neugierig darauf gemacht, wie das Spiel tatsächlich ist. Ich habe ein paar Bilder gesehen und fand die mega, mega süß und musste es euch einfach vorstellen. Ich habe es noch nicht gespielt, deswegen ja, seht es mir nach, wenn ich noch nicht so genau weiß, wie die Steuerung funktioniert und alles. Ich weiß auch nicht, was besser ist, ob man Maus und Tastatur spielt oder vielleicht Controller. Ich denke mal, Maus und Tastatur würde schneller gehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, man kann auch Pause machen. Das heißt, man muss es nicht unbedingt schnell spielen. Übrigens, wer sich ebenso dafür begeistert, Indie-Spiele zu spielen, kann gerne auf meine neue Blogseite gehen. Aktuell ist es jetzt, also mit Stand heute ist sie leider, sie ist schon online, aber sie ist noch nicht eingerichtet, weil ich ein großes Problem habe mit WordPress. Ich bin auch im Überlegen, ob ich das Ganze vielleicht nicht doch noch umziehe auf Blogspot oder ähnliches, weil WordPress macht nur Probleme mit der Optik im Moment. Ich habe was gefunden, was halbwegs in Ordnung ist. Das war übrigens das Einzige, was man nehmen konnte. Aber leider, leider macht mir das Ganze gerade ein bisschen Probleme. Aber ihr könnt euch die Seite zum Beispiel schon mal als Lesezeichen speichern. Und zwar findet ihr den Blog unter indiegames.de. Ja, das mal ein bisschen als Eigenwerbung, wer sich dafür interessiert. Da werden in Zukunft sehr, sehr viele Blogposts reinkommen über Indie-Spiele, welche die ich schon gespielt habe, welche die ich noch spielen werde und natürlich auch Verlinkungen dann entsprechend zu den Videos. Und ja, ich kann nur sagen, seid gespannt. Ich werde auch Hintergrundinfos, soweit ich welche habe, verlinken. Es kommt jede Menge drauf. Wir beginnen aber jetzt erstmal mit dem Spiel Geschichte. Entdecke die Geschichte von Schrödinger. Ein verrückter Kater und Wissenschaftler, besessen von seinem letzten Projekt und einem mysteriösen mausangetriebenen Maschine. Okay. Irgendwas mit Tutorial-Anzeige stand gerade drin. Es war einmal auf dem Planeten Kohesha. Sein Name war Schrödinger. Und er war ein Wissenschaftler, der an einem sehr käseintensiven, man kann es nicht lesen, der arbeitete sehr hart an seinem Projekt, hatte jedoch wieder und wieder, bis ihm der Käse ausging. Es blieb ihm nur eine Option. Eine Käsemaschine. Eine Mausmaschine, besser gesagt. Okay, starten wir mal. Wir haben jetzt leider keinen Sound. Ich kann es euch aber wirklich nur empfehlen. Es sind wirklich super süße Sounds drin. Aber ihr kennt das ja. Er entschloss sich, all sein Erspartes aufzubringen, um etwas Käse zu kaufen. Für 9,95. Damit er noch eine Weile länger experimentieren konnte. Hilf dem Kater beim Experiment, indem du mindestens eine Maus zum Käse führst. Starte mit oder drücke was, was, was? Starte mit Play, das ist klar. Oder drücke die R-Taste. Ah, okay. Kann ich dann auch wieder Pause mit der Taste machen? Nein. Oh. Fuck, fuck, fuck. Moment. Nur einen Block hoch. Was einen Block hoch? Hebe den Block mit links auf oder verwende Enter. Ja, aber da ist doch jetzt eine Maus drunter. Quetsche ich die jetzt nicht? Glaube, ich habe die Maus gerade erquetscht. Na, scheiße. Okay.
Also, was ich jetzt leider ein bisschen negativ anmerken muss, ist, dass das alles so schnell hier durchdonnert vom Text her, weil man muss ja erstmal lesen können und dann fängt das hier schon an. Wir machen das hier nochmal kurz von vorne. Ja, hilft dem Kater beim Experiment, habe ich verstanden, habe ich verstanden. Kann man leider nicht schneller laufen lassen. Ich will natürlich alle drei Mäuse machen. Ich will aber nicht, dass das startet. Oder muss ich erst starten? So. Aber dann habe ich den Block nicht. Muss ich erst warten, bis das Ding hier durch ist, vielleicht. Ah, jetzt kommt endlich der Block. Okay. Es wäre schön, wenn das ein bisschen schneller gehen würde. Und dann können wir das nämlich vorspulen. Und dann kommen nämlich alle drei Mäuse. Also sie können, wenn ich das richtig verstanden habe, nur einen Block hochspringen. Das war alles so schnell vorbei eben. Perfekt. Okay. Alter. Okay. Wir haben drei Blöcke. Das heißt, wenn wir jetzt da den Vierer, das müsste passen, ne? Ja, das passt. Ich habe immer Panik, dass das hier angeht. Dann ist das auch ein Block hoch und das wäre dann auch ein Block hoch. Das ist ja jetzt alles zur Einführung hier, ne? Jetzt dürfen die Mäuschen rüber und die gehen zum Käse. Aber ich finde das so süß. Vor allem die Grafik finde ich so toll. Okay, weiter geht's. Wir haben drei Blöcke. Jetzt weiß ich zumindest. Ach so, wie kann man die denn? Rotiere mit rechte Maustaste. Oh, danke für die Antwort, die ich auf die Frage, die ich gerade stellen wollte. So, oh, doch, so. Einmal. Dann das ist eins hoch und das ist richtig. Zack. Achso, können wir auch wieder schneller machen. Okay, also sind anscheinend immer drei Mäuse. Deswegen wahrscheinlich auch dieses, es muss immer eine Maus zum Ziel kommen. Was ist das denn hier? Plötzlich, direkt nach dem, ich darf es nicht lesen. Hallo. Bring mir so viele Splitter, wie du kannst. Dann werde ich weitere Experimente für dich finanzieren. Ich kann die Mauszeiger leider nicht bewegen. Der steht jetzt mitten auf dem Text. Oh, er denkt in Käse. Ein Kater, der in Käse denkt. Oh. Unlock Anima Shards Feature. Anima Splitter. Uralte Kristalle von großem Wert auf dem Planeten Kohesia. Das durften wir eben nicht lesen, den Namen. Der Welt von Mousecraft. Sammle sie, damit Schrödinger seine Experimente fortsetzen kann. Ja, wollen wir jetzt mal nicht drüber reden hier, ne? Okay. Nee, Moment, das ist doch schon fertig. Ich wollte gerade sagen, das war ich doch gerade. So, neue Tetris-Teile. Sehr schön. reichen da nicht nur zwei? Ich meine, hier müssen die ja nur. Och, ich sag ja, ich denke immer, dass sie da runterspringen. So, und da muss ich doch nur rüberkommen. Was will ich da mit dem dritten? Kann ich das nicht. Doch, kann ich so machen, ne? Das reicht doch. Die wollten mich veräppeln. Das ist es. Die wollten mich hier total kirre machen. Sodass ich denke, ich habe hier irgendeins jetzt, was ich noch brauche. Okay. Lass die Mäuse zuerst frei. Willst du mich verarschen? Warum muss ich die zuerst freilassen? Oh Gott. Warte, bis die Mäuse vorbei sind. Wo vorbei? Ach, die sammeln die Dinge auch ein. Ah, okay. Warte, bis die Mäuse vorbei sind, ja. Und ich schätze mal, dann den Block machen, damit die nicht. Obwohl, das Ding ist ja weg, ne? Ja. Die gucken dann, da kann ich nicht hoch. Also gehe ich zurück. Oh, scheiße, das ist ja wirklich wie bei den Lemmings. Ich dachte, das wäre jetzt so voll easy. Ich mache jetzt nur noch Pause und mache alles so schön. Oh mein Gott, das wird ja immer schwieriger. okay. In manchen. Was? Bereits im Level platziert. Was im Level platziert? In manchen Stufen sind Blöcke. Ach so, hier. Kann man die bewegen? Nö. Aber es ist nett, dass du mir das sagst. aber ich muss. Nee, ach, das Ding ist ja gar nicht fest. Ich bin ja auch doof. Moment. Ich muss jetzt warten, bis die alle rechts sind. Wenn ich das richtig verstehe. Und dann bin ich zwei hoch. Genau. Genau.
Lauft mal alle schön nach rechts, aber ein bisschen schneller bitte. Nicht so viel Platz lassen. Ach so, warte. Die springen dann da runter. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ah, nee. Unsichtbare Wand. Okay. Okay. Ich dachte schon, die springen jetzt hier runter wie die Lemminge von früher. Dann ist gut. Dann so. Und so. So. Hallo? Ich will die Pause weg haben. So. Ja, perfekt. Aber die holen... Halt, stopp. Nein! Kann ich... Ich kann das auch nicht im Spiel machen. Ah, nein! Wie hätte ich das denn... Hätte ich drehen müssen, damit die das einsammeln, ne? Pass auf, das machen wir nochmal. Ich habe das leider zu spät erst gesehen. Tut mir leid. Nein! Ich wollte doch nur starten. Okay. Warten, bis sie drüben sind. Wir können natürlich theoretisch beides machen, aber das ist Blödsinn. So, wir könnten... Nur um das mal eben zu zeigen, wir könnten das theoretisch so machen. Weil runterspringen können sie ja zwei, nehme ich mal an. Da müssten die das da oben holen. Oder ich mache das mit dem anderen. Eigentlich ist es ja egal. Ich mache das jetzt mal einfach so. Ist jeweils eins hoch, ne? Genau. Hallo? Ja! Du wolltest doch nur weiterspulen. Oh Mann, das ist so unfair. Ja, perfekt. Okay. So, wir haben drei. Die springen da runter, kommen aber raus. Springen da tief runter, kommen aber raus. Wo ist denn der Käse? Kann man sich hier... Moment. Warte. Was stand da? Ach so, mehr als drei, dann sterben die, oder was? Maximal drei Felder fallen. Ah, okay. Okay. Aber wo ist der Käse? Weil die kommen doch dann bis hier, oder nicht? Also der Rest, den habe ich... Ach so, jetzt ist der Käse drauf. Okay. Okay. Perfekte Runde. Sehr schön. Ich muss mich ja auch ein bisschen eingewöhnen, ne? Perfekt. Okay. Nächstes Level. Oh mein Gott. Zwei Teile. Nach da oben müssen wir hin. Drei dürfen... Ach, die müssen aber hier unten... Das heißt, die müssen erst nach links zurücklaufen. Mehr als zwei können... Ach, das bleibt gar nicht da oben. Oh, okay. Das heißt, da kommen sie dann aber nicht wieder zurück. Das heißt, das muss ich dann da reinschieben, nachdem die dann... Okay. Ihr werdet vielleicht verstehen, was ich jetzt gerade gedacht habe. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal warten, bis die zurück sind. Und ich hoffe, dass die jetzt nicht zu lange brauchen dafür. Ja, weiter. Okay, Maus ist weg. Aber die kommen da oben nicht ran. Ey, das ist doch doof. Oder kann ich das... Doch, das kann ich machen, ne? Genau. Ha! Bin ich heute clever. Ja, okay, so schwer war es jetzt auch nicht. Was ist das? Eine Bombe? Brick Bomb. Unlock Brick Bomb Future. Feature, nicht Future. Blockbombe. Sammle sie, um Blöcke zu zerstören. Keine Angst, den Mäusen tun sie nichts. Ja, das will ich doch hoffen. Okay. Die sehen so süß aus, wenn die hier sitzen und am Futtern sind. Okay. Klicke hier oder verwende Shift, um Blockbomben zu benutzen. Achso, drei habe ich jetzt insgesamt, ja. Muss ich die jetzt schon benutzen? Weil der sagt mir das so. Wähle einen Block zum Zerstören. Mit der Maus oder den Tasten A bis D aus. Habe ich doch schon. Hallo. Ach so, da muss ich... okay. Ich muss die anderen Blöcke zerstören, von mir aus.
Du kannst auch rechts gedrückt halten. Ja, das sagen die mir jetzt. Die Frage ist jetzt nur. Ach so, dann fällt der eine runter. Ah. Okay. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist nur, was muss ich dann da vom Block hin machen? Aber damit hat sich meine Frage dann auch erledigt. Ja, sehr geil. Ist ja wie gesagt alles noch Einführungsrunde hier. Sammle die Bomben im Level. Kann ich aber erst, wenn ich starte, oder? Kann ich gar nicht einsammeln. Hä? Hallo? Geht das nur mit den Mäusen oder wie? Ach so, verstehe. Moment. Machen wir das kaputt? Und dann habe ich die Bombe gesammelt. Aber wie kriege ich die dann? Da, Moment, die müssen am Ende hier hin. Das heißt, das muss ich als letztes explodieren lassen. Das heißt, die müssen erstmal das unten einsammeln. Das ist ja fies. So. Aber dann fallen die da, wenn ich das so mache, dann sammeln die zwar die Bombe ein. Also da hinten kommen die raus mit der Bombe. Ich habe ja jetzt keine andere Bombe mehr, oder? Wenn ich das so mache, sammeln die Bombe aber nicht ein. Das ist ja fies. Wenn ich das aber so mache, kann ich das. Und das da oben sammeln die auch nicht ein, ne? Das ist ja blöd. Weil ich brauche ja die eine Bombe. Aber ich muss das so machen, weil sonst wird die Bombe ja nicht eingesammelt. Aber dann hängen die hier unten fest. Das ist doch doof. Hä? Ja, weil die springen jetzt hier runter. Es geht so nicht. Nein. Ich brauche eine Bombe mehr, weil sonst kriege ich doch das hier nicht weggemacht. Da war aber, vor allen Dingen müsste man das erstmal. Moment, wir starten das nochmal eben von vorne. Ich kann das Ding sofort hinsetzen, theoretisch. Aber wenn ich das einmal. Ja gut, wenn ich das einmal hingesetze, ich brauche es ja eigentlich nicht mehr. Das heißt, ich muss erst die Sachen einsammeln. Da kommen die nicht hoch. Ja klar. Aber dann. Ach, das ist auch blöd. Dann kann ich das unten nicht einsammeln. Also ich komme zum Ziel, aber dann komme ich unten nicht an diese eine oder wird das mit? Nee, es wird nicht mit weggebombt, ne? Ja, ist doch doof. Ich hätte den hier unten auch gerne. Ich wüsste da jetzt gerade ehrlich gesagt auch keine andere Lösung für. Ich werde das nochmal probieren, aber wir gehen jetzt erstmal zum nächsten Level, bevor ich jetzt hier 20 Versuche an dem gleichen Level mache. Okay, wir haben eins, zwei Bomben. Eine brauchen wir auf jeden Fall für hier hinten. Die fallen darunter. Also die laufen erstmal hier runter, dann holen die das Blaue und dann würden die hier hochlaufen. Dann, also das hier wird geblockt, wenn ich das richtig verstehe, ne? Dass sie da nicht durch können.
Das heißt aber auch, dass die Bomben nicht von Anfang an holen. Das heißt, ich muss die jetzt erstmal laufen lassen. So, dann gehen die erstmal nach rechts. Das können wir ein bisschen beschleunigen. Dann gehen die nach links, holen das Blaue. Dann gehen die wieder nach rechts. So. Jetzt wird es kompliziert. Wir brauchen. Wenn ich jetzt da den reinmache, dann kommen die da nicht mehr hoch, weil das so ein Dreierding ist. Aber egal, was ich da reinmache, die kommen nachher nicht mehr hoch, wenn ich das jetzt hier frei machen würde. Also der hier ist eigentlich verloren. Aber es muss doch irgendeinen Trick geben, dass man den auch mit einsammeln kann. Ich kann es jetzt noch mal probieren, ob ich den selber einsammeln kann, wenn ich laufen lasse. Aber ich denke eher nicht. Also hier oben hinzukommen ist nicht das Problem. An den Käse dann letztendlich zu kommen ist auch nicht das Problem. Hier unten dran zu kommen, vorausgesetzt, dass das hier wirklich geblockt wird, ist auch nicht das Problem. Dann würde ich den, obwohl, ja, dann kann man auch den nehmen. Das Problem ist, wenn man den jetzt zum Beispiel hier unten hinstellt, der nimmt die Bombe und wir machen das weg, dann ist das hier ja drei hoch. Das heißt, da kommen die auf jeden Fall nicht mehr hoch. Das heißt, dass wir das nicht blockieren dürfen, es sei denn, wir machen das mit dem hier. Nee, dann sind es aber zwei hoch. Dann kommen die da auch nicht. Ja, wie gesagt, damit mache ich das Ganze dann zu. Kann ich auch wieder zurückhängen, ne? Also die einzige Möglichkeit, die ich im Prinzip habe, ist das hier. Da würden sie dann auch wieder mit zurücklaufen. Nur das Problem ist halt eben, die kommen hier unten nicht mehr raus, weil ich keine dritte Bombe habe. Sonst hätte ich das jetzt explodieren lassen können und noch was bauen können. Also dann würden die erstmal nach hier links kommen. Ich könnte die theoretisch noch nach hier oben bringen. Mit den beiden hier, aber mehr auch nicht. Also ich hoffe, dass das jetzt links geblockt ist, dass die da jetzt auch wirklich nicht runterfallen. Sonst wäre das nämlich jetzt. Ja, okay. Sonst wäre das nämlich jetzt ziemlich blöd. So, das ist das Äußerste. Wie bekommen wir euch jetzt da hoch? Kippt das um, wenn ich das hier so hinstelle? Wir könnten eins da drunter legen. Genau, das könnten wir machen, dass es so da drunter ist und das dann einmal erhöht. Dann haben wir jeweils nur eine Erhöhung. Die holen die Bombe dafür. So, wie gesagt, wir können nur hier unten das Blaue dann nicht holen. Da muss es eigentlich auch eine Möglichkeit für geben. Ich kann es halt nicht einsammeln. Oh. Das war die Bombe, die ich jetzt gerade. Was ist denn? Nee, dann wird das aber auch nicht eingesammelt. Schade. Ja, ich habe gedacht, vielleicht wird das mit eingesammelt. Da muss es noch irgendeine andere Lösung für geben, wo wir das mit reinkriegen. Aber. Oh, was ist das? Hallo? Unlock Retroid Feature. Lass deine Mäuse. Also Radbot. Lass deine Mäuse nicht in ihre Nähe. Oh nein! Jetzt wird es noch schwieriger. Sie sind das Ergebnis von Schrödingers gescheiterten Versuch, mechanische Mäuse zu bauen. Oh mein Gott. Feinde. Da habe ich ja jetzt so gar keine Lust drauf. Oh. Wo sind wir denn hier? Ich will mal eben gucken. Es gibt doch so eine Übersicht. Wir sind jetzt bei 9, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich würde sagen, dann haben wir ungefähr die Hälfte gemacht. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, damit die Folge nicht zu lange wird. Und in der nächsten Folge gucken wir dann, dass wir bis zum Ende von, ja, Staffel 1 oder was das hier bedeuten soll, bis zum Ende von dem ersten hier machen. Nee, Moment, wir sind hier bei 11, ne? Genau, da haben wir alles bekommen und die silbernen bedeuten, das bedeutet, dass wir da nicht alles bekommen haben. Von denen hier zum Beispiel kann man die einsammeln.
Nee, kann man nur Text. Ah, okay, gut. Das heißt, nee, wir sind bei 12 sogar. 11 haben wir noch gemacht, wir sind jetzt bei 12. Ja, dann würde ich, wie gesagt, sagen, damit das nicht zu lange wird, dass wir hier einen kleinen Cut machen. Ich denke mal, wir werden da noch Probleme kriegen mit den Feinden. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wo es dann richtig an die Maus geht, so wie es aussieht. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.